Die Geschichte der Universität Konstanz beginnt mit einem unscheinbaren Zettel. Im Jahr 1959 vermerkte der damalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Kurt Georg Kiesinger, seine Absicht, in Konstanz eine Universität anzusiedeln. Warum ausgerechnet in Deutschlands letztem Zipfele? Wie eine Figur der Konstanzer Fasnacht einmal spöttelte. In einem Interview mit dem damaligen Südwestfunk äußerte sich Kiesinger zu seinen Plänen. Konstanz bietet nun nach meiner Meinung alle Voraussetzungen für einen idealen Sitz einer neu zu gründenden Universität. Es würde wahrscheinlich das schönste Universitätsgelände von ganz Europa werden. Gegenüber der Mainau, zwischen der Mainau und Stadt Konstanz. Es würde einem uralten europäischen Kulturraum wieder einen geistigen Mittelpunkt geben, der ihm heute fehlt. In der Geschichte dieser Region ließen sich mit den mittelalterlichen Klosteranlagen in St. Gallen und auf der Reichenau Anknüpfungspunkte finden. Beide Orte waren damals Zentren der Gelehrsamkeit sowie der Buchmalerei. Die Äbte des Reichenauer Klosters waren zumeist auch enge Berater der mittelalterlichen Königshöfe. Insofern konnte Kiesinger durchaus von einem uralten Kulturraum sprechen. Auch Konstanz mit seiner mittelalterlichen Geschichte untermauerte dieses Argument. Schließlich war Konstanz während des Konzils von 1414 bis 1418 Mittelpunkt des politischen und geistigen Lebens Europas gewesen. Nach dem Konzil hatte Konstanz im Laufe der Jahrhunderte an Bedeutung verloren und war in einer Art Dornröschenschlaf versunken. Insofern machte Kiesingers Argumentation vom fehlenden Mittelpunkt jenes uralten Kulturraumes durchaus Sinn. Letztlich war aber Kiesingers Entschluss, am Bodensee eine Universität zu gründen, auch ein politischer Schachzug. Es ist so gewesen, Sie müssen sich mal angucken, wie die Abstimmung über Altbaden und Baden-Württemberg und das, wie das alles gelaufen war. Und man muss auch sehen, dass zum Beispiel die CDU hier unten in Südbaden mächtig verschnupft war, weil die alle schramme Altbadener waren, oder fast alle. Und nun sagten, mit diesen Schwaben haben wir nichts am Hut. Also es war eine gewisse Missstimmung und es war klar, dass das irgendwann auch mal in Wahlen sich niederschlagen würde. Und das Kalkül mit der Uni Konstanz, das war einfach, dass man sagte, irgendwas müssen wir da machen. Da ist ein Riesenlandstrich misszufrieden und grimmig und da muss man irgendwie kalmieren, indem man denen irgendwas schenkt. Von der Absicht der Gründung einer Universität bis zur Durchführung der ersten Seminare war es jedoch ein sehr weiter Weg. Der Wille allein reichte hierzu nicht aus. Es mussten die politischen wie auch die finanziellen Weichen dafür gestellt werden. Ein Gründungsausschuss, besetzt mit bekannten Professoren, sollte Ideen für den Rahmen, in dem diese neue Universität arbeiten sollte, finden. Vorsitzender war der Romanist Gerhard Hess, der später auch zum Gründungsrektor berufen wurde. Die Berufung dieser Professoren in den Gründungsausschuss sollte sich als historischer Glücksfall erweisen. Die Uni Konstanz gegründet haben, das sind Menschen, die zwischen 1920 und 1930 geboren sind. Und der harte Kern derer sind die Jahrgänge der sogenannten Flakhelfer-Generation. Das sind 26, 27, 28. Diese Jahrgänge sind am stärksten. Und wenn man sich das mal klar macht, dass diese Menschen nach Kriegsende, also erstens mal den Krieg erlebt haben, noch aktiv einbezogen, aber dass sie nach Kriegsende
einen neuen Anfang machen konnten. Im Gegensatz zu den Älteren hatten sie noch keine Laufbahn gehabt, hatten noch keine Stelle besessen, hatten sich noch nicht im NS-System beruflich engagiert, sondern haben überhaupt erst angefangen, ihr Studium in dieser neuen Zeit. Und von daher haben sie den Geist der Reform von Anfang an mitbekommen. Der Gründungsausschuss tagt in einem Konstanzer Privathaus, in dem auch das Sekretariat und damit die Keimzelle der späteren Verwaltung untergebracht war. Das Ergebnis dieser Sitzungen war die Konzeption einer völlig neuen Art von Universität, bei der das Wort Reform im Mittelpunkt der Überlegungen stand. Die Empfehlungen dieser Experten sollten wegweisend für die Entwicklung der Universität Konstanz sein. Die ursprüngliche Idee, jedenfalls meine Idee, die der Gründungsausschuss im Großen und Ganzen auch akzeptiert hat, war, dass wir etwas Ähnliches für die Erfahrungswissenschaften tun sollten, dass wir also die Sozialwissenschaften und die Naturwissenschaften ins Zentrum der Universität rücken sollten. Es war also eine klassische Hochschulreform aus wissenschaftstheoretischen Erwägungen. Mit dem Abschlussbericht des Gründungsausschusses war der akademische Teil erst einmal abgeschlossen. Nun galt es, geeignete Grundstücke zu finden und Pläne für die Gebäude zu machen. Fündig wurde man etwas außerhalb von Konstanz, zwischen der Insel Mainau und der Stadt. Ein Gebiet, das den Konstanzern zur Erholung diente, wurde zum Standort der Universität bestimmt. Am Sonnenbühl und auf dem Giesberg sollten die Gebäude für die Uni errichtet werden. Der Giesberg gehörte damals noch zum Besitz der Insel Mainau. Deren Eigentümer, Lennart Graf Bernadotte, unterstützte die Idee einer Universitätsgründung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier eine neue Art von Uni schaffen, die es vorher nicht gab. Eine Walduniversität, die schön eingebettet ist und die etwas ganz Neues darstellt. Als Konstanz bei mir anfrug, ob ich nun mitmachen wollte, habe ich selbstverständlich Ja gesagt. Es würde ein Tausch zwischen dem Mainauwald und dem Konstanzer Wald in Frage kommen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn ein guter Architekt den Auftrag bekommt, man aus dieser Neugründung etwas ganz Hervorragendes machen kann, was viele junge Leute an den Bodensee ziehen würde. In Konstanz sollte ein Campus entstehen, auf dem alle Bereiche der Universität nahe beieinander lagen, wie diese Modelle zeigen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachgebieten war eine Forderung des Gründungsausschusses gewesen. Daher wurde auf die Gründung von Instituten verzichtet. Stattdessen sollten Fachbereiche das interdisziplinäre Arbeiten fördern. Durch die räumliche Nähe zueinander sollte der Rahmen hierfür geschaffen werden. Das heißt, wir haben uns wirklich die Kollegen ausgesucht. Wir haben uns bottom-up, also irgendwo getroffen und mal miteinander geredet, weil ja die Wege so nah sind und man in der Mensa sich mal sieht oder bei Vorträgen ständig trifft. Und dann hat man ausgemacht, ja, ich möchte gerne mal dieses Thema machen, ach, dann mache ich mit und so weiter. Also diese gemeinsamen Seminare, die waren für mich eigentlich das Highlight an der Universität Konstanz, weil in diesen Seminaren ich ja immer was lernen konnte. Also viel mehr, man lernt ja auch von seinen Studierenden natürlich immer, aber dass man von einem Kollegen lernt, wie der unterrichtet, was der für Texte zu diesem Thema heranzieht, wie der mit den Studenten interagiert. Also diesen Stil sich abgucken zu können, das ist unschätzbar. Kernstück und baulicher Mittelpunkt sollte eine umfangreiche Bibliothek sein. Der Gedanke hinter diesen Planungen sollte das große Haus der Wissenschaften sein. Im Gegensatz zu vielen altehrwürdigen Universitäten mit ihren über die Städte verstreuten Instituten und Bibliotheken konzentrierte sich hier alles an einem Ort. Eine Universität der kurzen Wege, das war das Ziel. Was außergewöhnlich ist für Konstanz, ist die Bibliothek. Ich habe da nachher noch in Saarbrücken studiert und da gibt es keine Präsenzbibliothek. Da stehst du am Counter und sagst, ich hätte gerne das Buch von XY und dann sagen die zu einem, ja, da können sie eine halbe Stunde warten. Hier konnte ich früher reinlaufen, das kann ich heute noch, und mich einfach verlieren.
Ich renne von einem Bereich zum anderen, hole mir die Bücher raus, fange an zu lesen, bleib eine Stunde sitzen, bleib zwei Stunden sitzen und kein Mensch fragt danach. Und das ist für eine Universität ein Segen. Während die Erschließung des Geländes und der Bau der Universität noch Jahre dauern würde, konnte der Lehrbetrieb bereits bald beginnen. Zur provisorischen Heimstatt für die Uni wurde das Inselhotel in der Stadt. Dafür wurde ein Flügel teilweise entkernt und für die Nutzung als Universität umgebaut. ...1966 ging der improvisierte Lehrbetrieb los. Immerhin gab es schon Arbeitszimmer für einige Professoren. Auch gab es schon eine Bibliothek mit Arbeitsplätzen für die ersten Studenten sowie die Mitarbeiter der Professoren. Verglichen mit der Vielzahl der heute angebotenen Fächer war das Lehrangebot zu Beginn sehr bescheiden. Die ersten Studenten konnten aus den Fächern Allgemeine Literaturwissenschaft, Politische Wissenschaft, Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft, Geschichte und Philosophie wählen. Viele Lehrstühle waren noch in Privatwohnungen über die ganze Stadt verstreut. Noch heute erinnert im Inselhotel eine Tafel an den 21. Juni 1966, dem Tag, an dem mit der Antrittsvorlesung von Waldemar Besson die erste Lehrveranstaltung der Universität Konstanz stattfand. Neben diesem Geistigen wurde an dem Tag auch der eigentliche Grundstein gelegt. Den Ahnen verbunden, der Gegenwart verpflichtet, der Zukunft geöffnet. Im Geist und in der Wahrheit und in der Solidarität der gleichstrebenden Lehrenden und Lernenden wollen wir zum Wohle aller der Wissenschaft dienen. Unterdessen begannen die Bauarbeiten für die ersten Einrichtungen der Universität. Der erste Bauabschnitt umfasste die Gebäude am Sonnenbühl. Bereits im November 1967 konnten die ersten Fachbereiche dort ihre Büros beziehen. Bauverwaltung den Schlüssel für die erste Betriebsstufe, verbunden mit den besten Wünschen für einen kraftvollen Aufbau der Universität in diesen Räumen. Auf dem Sonnenbühl sollten nicht nur Forschung und Lehre eine Heimat finden, sondern auch die Studierenden. Studentenheime wurden in der unmittelbaren Umgebung der Uni errichtet. Damit wurde dem amerikanischen Vorbild einer Campus-Universität, auf deren Gelände sich alles Leben abspielt, nachgeeifert. Gleichzeitig begannen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt auf dem Giesberg. Dort sollte der heutige Campus entstehen. Ab 1970 fanden hier die ersten Seminare statt. Hier konnten nun auch die Labore der Naturwissenschaftler angemessen und nicht mehr nur provisorisch untergebracht werden. Die großen Demonstrationen der 68er gingen zwar an Konstanz vorüber,
Unpolitisch waren die Konstanzer Studierenden, wie auch ihre Professoren, jedoch nicht. Dann kam ich hierher und dann zeigte sich, dass eine ganze Menge Dinge, um die in Heidelberg Straßenschlachten stattfanden, Öffentlichkeit von Senatssitzungen, Beteiligung von Studenten an irgendwelchen Selbstverwaltungssachen, das war ja überhaupt kein Thema, das lief völlig friedlich. Es zeigte sich dann auch, dass kein Schwanz sich für Senatssitzungen interessierte, wenn sie öffentlich waren. Wie gesagt, in Heidelberg kamen dann 5000 Studenten und machten Remi-Demi. In Konstanz wurde auch demonstriert, aber offenbar gesitteter, als dies anderswo der Fall war. Und es gab vor allem auch den SDS damals, der war sehr aktiv und die haben da natürlich auch ab und zu in der Stadt demonstriert, wenn wieder irgendeine bedeutende Persönlichkeit da war oder irgendein Entschluss in Stuttgart gefallen ist, der ihnen nicht gepasst hat. Gestern Abend in Konstanz. Krawall im Hörsaal 7 der Universität. Professor Besson hatte zu einem öffentlichen Kolloquium eingeladen. Aber dem SDS nahestehende Studenten verlangten, dass der Professor und die Konstanzer Bürger stattdessen mit ihnen über eine umstrittene Doktorprüfung diskutieren sollten. Lassen wir schwenken, wenn wir hier gekommen sind. Ich unterbreche die Veranstaltung für 5 Minuten, um denen, die nicht über die Gegenstände der internationalen Politik diskutieren wollen, den Raum zu verlassen. Wir beginnen in 5 Minuten wieder. Viele Forderungen der 68er waren in Konstanz bereits verwirklicht worden. Bei der Gründung der Universität hatte der Gedanke der Reform Pate gestanden. So waren beispielsweise die Gremien wie der Senat zu gleichen Teilen mit Vertretern aller Gruppen der Universität, den Professoren, dem Mittelbau und den Studierenden besetzt. Diese Drittelparität war etwas, worauf man in Konstanz besonders stolz war. Gleichwohl trafen diese Reformen aber nicht überall im Lehrkörper auf Gegenliebe. 1970 ein neuer Grundordnungsentwurf gemacht wurde im Senat. Und der hat auf studentisches Drängen und auch Drängen des Mittelbaus hin dann schon eine Drittelparität oder sowas Ähnliches wie eine Drittelparität drin gehabt. Und das missfiel einer ganzen Menge Leuten, etwas konservativeren Professoren, die es also nicht gut fanden. Daraus entstand dann eine tolle Affäre. Das fing damit an, dass offenbar eine Sekretärin eines dieser Professoren eines Tages sich irgendwelchen Mittelbauern anvertraute und sagte, ich schreibe da dauernd so Sachen, wo ich das Gefühl habe, also das ist irgendwie nicht in Ordnung. Und was soll ich denn da machen? Und es zeigte sich, das waren Briefe, die der damalige Erziehungswissenschaftler Brezinka an den Minister schrieb und in denen er also ständig dafür warb, dass dieser Grundordnungsentwurf gekippt würde und dass das also alles so nicht sein dürfte. Und nun war die Frage, wie bringt man diese Information an die Öffentlichkeit, ohne der Sekretärin zu schaden, denn die hat ja ihre Dienstpflichten da missachtet. Und die 68er waren ja immer der Meinung, Öffentlichkeit herstellen, das ist das Heilmittel für alles, so also auch hier. Aber wie stellt man Öffentlichkeit her? Sie haben schließlich einen Einbruch inszeniert. Das war nicht weiter schwierig. Unsere Zimmer waren alle unabgeschlossen. Ich hatte nicht mal einen Schlüssel für meins. Und das ging den meisten anderen genauso. Also da ging man einfach rein und holte sich, was man brauchte. Und dann ging man wieder nicht. Und dann haben sie es da auch gemacht. Die haben also die Bänder rausgeholt, haben sie abgeschrieben, haben sie wieder reponiert und haben am nächsten Tag das Ganze dann also ausgedruckt und als, ja, also offener Brief an alle, nicht, verteilt. Und da war dann der Teufel los. Nicht? Das waren nun Briefe von Brezinka, wo er also immer wieder den Minister bekniete, man sollte also doch hier den Anfängen wehren und. Naja, dann ging es los. Nicht? Dann hat also Brezinka natürlich Anzeige wegen Diebstahl gemacht. Dann haben ihm die Juristen gesagt, das geht gar nicht, denn es ist ja nichts weggekommen. Sie haben ja keinen materiellen Schaden erlitten. Die Bänder sind genau da, wo sie vorher auch waren. Und da ist auch nichts kaputt gegangen. Null. Nicht? Da war nicht viel zu sagen. Dann wollte Brezinka Anzeige erstatten wegen Hausfriedensbruch. Dann wurde ihm gesagt, das können Sie gar nicht, denn Sie sind nicht Hausherr. Hausherr ist ja Rektor.
Der Rektor aber wieder, der stellte keine Anzeige. Also ging das auch nicht. Und schließlich hat Brezinka dann irgendjemand, der ihn beriet, einen Tatbestand entdeckt, der hieß Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und da hat er dann Anzeige erstattet. Und daraus wurde aber nicht viel, weil sich zeigte, es war nicht feststellbar, wer diese Einbrüche nun oder diesen Pseudo-Einbruch verübt hatte. Die Grundordnung wurde schließlich vom Verwaltungsgericht wegen eines Formfehlers für ungültig erklärt. Daraufhin erließ der damalige Kultusminister Wilhelm Hahn eine neue Grundordnung. Dieser Streit sollte die noch junge Universität in ihren Grundfesten erschüttern. Das Ganze führte aber dazu, dass der Rektor zurücktrat, weil er in Stuttgart nun nicht den Rückhalt bekam, den er gerne gehabt hätte. Und nun ging es weiter. Dann war der Prorektor und der Prorektor sagte, ja, wenn das so ist, ich trete auch zurück. Mit dem Rücktritt von Rektor Hess und seinem Prorektor war die Universität führungslos. Der zweite Grund war, dass ich nicht Vollstrecker einer Grundordnung sein kann, die all dem widerspricht, was die Universität und durch mich als Repräsentant der Universität seit dem 13. Dezember 1971 gefordert hat. Die Schockwellen, die die Rücktritte von Rektor und Prorektor auslösten, waren in der ganzen Bundesrepublik zu spüren. In Konstanz begannen die Studierenden, die Uni zu bestreiken, während sich in den Reihen der Konstanzer Professoren niemand finden ließ, der bereit war, als Rektor zu kandidieren. Der Schuldige aus Sicht des AStA war schnell ausgemacht. Kultusminister Hahn, der der Universität eine neue Grundordnung diktiert hatte. Zwar liefen die Seminare weiter, alles aber, was offiziellen Charakter hatte, konnte nicht stattfinden. Die Universität war damit kaum handlungsfähig. In dieser Situation sah sich das Land Baden-Württemberg gezwungen einzugreifen. Es wurde ein Staatskommissar bestellt, der die Handlungsfähigkeit wiederherstellen sollte. Da hat das Land dann schließlich zugeschlagen und gesagt, wir schicken einen Staatskommissar, der den Laden so lange schmeißt, bis ihr wieder vernünftig geworden seid. Und dieser Staatskommissar war dann der gute Theopont Dietz, den wir mit großem Misstrauen zunächst mal betrachtet haben, den wir aber eigentlich alle sehr, sehr lieb gewonnen haben. Theopont Dietz war als ehemaliger Oberbürgermeister von Singen in der Region verwurzelt und mit den Gegebenheiten in Konstanz und den politischen Notwendigkeiten vertraut. Gefordert worden, bin gebeten worden, diese Aufgabe zu übernehmen. Und wenn man sich so lange mit politischen Dingen und vor allem mit den Hochschulfragen befasst hat, kann man sich nicht versagen, wenn man gefordert ist. Wie werden Sie nun konkret vorgehen, um die Universität wieder zu befrieden? Ja, nur es müssen jetzt erst einmal die vorgeschriebenen Wahlen und diese ganzen Dinge durchgeführt werden. Es muss also die Universität, die Einrichtungen müssen neu konstituiert werden. Da bin ich selbstverständlich an die gesetzlichen Vorschriften gebunden. Theopont Dietz gelang das schier Unmögliche. Innerhalb von 11 Monaten schaffte er es, die Universität so weit zu befrieden, dass sie wieder handlungsfähig wurde. Damit gründete er die Universität gewissermaßen erneut und stellte sicher, dass im Dezember 1973 mit Professor Naschold ein neuer Rektor gewählt werden konnte. Abgegebenen Stimmen sind 25 für Herrn Naschold abgegeben worden, 24 für Herrn Sumpf und einer hat sich enthalten. Die Rektoren, die auf Frieda Naschold folgten, konnten auf dem neuen, stabilen Fundament aufbauen. Sie vermochten, die Universität Konstanz zu vergrößern und ihren Ruf über die Grenzen des Landes hinaus aufzubauen. Die
Atmosphäre, die Art, wie man miteinander umgegangen ist, das lässt sich nicht planen, sondern das ergab sich auch aus den Personen, die damals zuerst hier waren. Wenn man andere Universitäten von innen ein bisschen kennt, wird man, glaube ich, feststellen, dass es da, um mal ein etwas umgangssprachliches Wort zu wählen, etwas langstielig umgeht. Manchmal auch so würdevoll, dass Lehrstuhlinhaber, Institutsdirektoren dann doch so eine Art Herrscherposition haben. Und das gab es auch aufgrund dieser institutionellen Änderungen in Konstanz nicht. Das wirkte sich von Anfang an nicht und heute auch nicht auf die Leistung aus. Es musste was geleistet werden. Ob einer diese Position oder jene Position hatte, das war irrelevant, aber es musste was geleistet werden. Diese Aufbauarbeit wäre natürlich ohne alle anderen Angehörigen der Universität, Mitarbeiter wie auch Studenten, niemals möglich gewesen. Ohne sie und ihr Engagement stünde die Universität nicht dort, wo sie heute steht. In den Anfangsjahren wurde die Universität Konstanz als Klein-Harvard am Bodensee gesehen. Die Bemühungen der Gründungsväter um Innovation und Reform fanden in dieser Formel ihren Niederschlag. Heute schwingen, wenn von Klein-Harvard am Bodensee die Rede ist, Anerkennung und Bewunderung mit. Am 19. Oktober 2007 wird der Aufbauleistung der Ritterschlag verliehen. Die Universität Konstanz wird als eine von damals 9 Universitäten in Deutschland zur Exzellenzuniversität gewählt. Ich habe 3 Papiere. Für den negativen Erfolg, für den Teilerfolg und für den richtigen Erfolg. Normalerweise halte ich freie Reden. Meine Seelenverfassung ist aber so, dass ich mich in diesem Falle jetzt gerne ans Papier halte, weil vielleicht sonst zwischendurch vor lauter Begeisterung irgendwas entgleist. Da man ja die Medien um sich herum hat und jetzt einen Elite-Eindruck machen will, will ich also wohlgesetzte Worte gleich vortragen. Vorweg aber dann nochmal richtig, ich kann es doch nicht fassen. Und ich versuche in den nächsten Tagen den Ereignissen innerlich hinterherzukommen. Die Leistung aller Mitarbeiter der Universität wurde 2012 mit der Erneuerung des Elite-Status gewürdigt. Ich mache es so kurz wie möglich. Das ist ein fantastischer Tag für die Uni Konstanz. Eigentlich nur noch einen Satz. Wir sind mit 4 Anträgen ins Rennen gegangen. 2 Graduiertenschulen, 1 Cluster, 1 dritte Förderlinie und es wurden alle 4 Anträge bewilligt. Maximaler Erfolg. Vielen Dank. Die erneute Anerkennung der Leistungen der Universität spiegelt sich auch in den innovativen Forschungsprojekten, die im Rahmen dessen angegangen werden können, wider. Und der Wünsche der Universität, dass sie die Spannkraft behält, um weiterzumachen. Denn es ist nicht selbstverständlich, wenn Sie erfolgreich sind, dass Sie dort auch in Zukunft weiter erfolgreich sind. Und ich denke, an der Universität sollte die Begeisterung, die Spannkraft, auch das ständige Erneuern sein. Und ich möchte das einfach an einem englischen Sprichwort deutlich machen. Success is never final. Oder auf Deutsch, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich der Universität alles Gute für die nächsten 50 Jahre zumindest mal.